Willkommen zurück, ihr lieben Freunde meines Kanals, hier zu Baphomets Fluch 2, der Spiegel der Finsternis. Wir haben es in Marseille zu den Docks geschafft, wir haben den Hund und den Wachmann überlistet und sind jetzt kurz davor, hier in das Lagerhaus von, wie heißen die nochmal? Condor Transglobal oder irgendwie sowas? Wie heißen die nochmal? Lasst mich gucken. Das Etikett, das ich in der Galerie Glees gefunden habe. Ja, ich glaube, die heißen Condor Transglobal. So, und die haben nämlich hier ihr Schild. Und auch hier ist noch ein Schild. Das Schild sieht aus, als sei es recht stabil an der Wand befestigt. Außerdem will ich es ja gar nicht wirklich als Souvenir mitnehmen. Nee, kein Interesse an dem Schild. Ich komme nicht an das Rad heran und ich verspreche mir nichts davon, dort hinaufzuklettern. Auch dieses Schild sieht aus, als sei es recht stabil an der Wand befestigt. Da steht Condor Transglobal. Ich bin an der richtigen Adresse. Jetzt müsste ich nur noch reinkommen. Genau, Condor Transglobal. Da steht Pont du Nord. Herstellung exquisiter Weine. Ich kenne die Marke nicht. Ja, ich auch nicht. So, hoffentlich ist da jetzt kein Bösewicht drin. Der Lärm muss mein Klopfen wohl übertönt haben. In die Tür ist ein kleines Gitter eingelassen. Okay. Aber wir können jetzt hier nach oben. Vielleicht finde ich da oben einen Weg, um reinzukommen. Ist halt schön, diese gemalten Hintergründe. Man muss sich das Ganze so vorstellen, Ende der 90er als eine Auflösung von 800x600 oder 640x480 Pixel noch die Standardauflösung war, sah das gestochen scharf aus und dadurch, dass es gemalt war, wirkte die Grafik extrem hochwertig. Man konnte ja damals nicht wie heute so aufwendige 3D-Spiele kreieren. Das sah dann immer alles noch sehr, sehr kantig aus. Also wenn man sich so 3D-Spiele aus den 90ern anschaut, die sehen sehr kantig aus. Deswegen hat man sich da anders beholfen. Zum Beispiel ja auch bei Resident Evil. Da wurden dann eben auch die Hintergründe fest gerendert, damit das eben sehr gut aussah, weniger Speicher und weniger Prozessorleistung verbraucht hat. Und dadurch sahen die Spiele nochmal ein Ticken besser aus als in Echtzeit gerechnet. Und das ist eben auch hier der Fall. Heute natürlich, wenn man das alles hochzieht auf eine 2K-Auflösung, wie ich hier zum Beispiel habe, dann sieht das natürlich alles sehr, sehr pixelig aus. Durch das Metallgehäuse komme ich nicht an den Ventilator ran. Aha, da unten arbeitet ein jemand. Und wir müssen irgendwie versuchen, bei dem Lärm des Ventilators würde er mich gar nicht hören. Ich komme nicht an die Blätter des Ventilators ran, was aber wohl auch ganz gut ist. Wenn ich meine Finger da reinstecke, brauche ich mir nie wieder eine Gitarre zu kaufen. Naja, die ist hier richtig verbarrikadiert, die Tür. Bei dem Lärm des Ventilators würde er mich gar nicht hören. Der Kleine ist teilweise hinter einem Kistenstapel versteckt. Das ist der Mistkerl, der Nico gekidnappt hat. Mit dem habe ich noch eine Rechnung zu begleichen. Okay, George, du solltest dich aber jetzt nicht gleich in den Kampf stürzen. Gegen die beiden, okay. Müssen die jetzt eher so da rauslocken oder so ähnlich. Okay, was haben wir hier? Ah ja, hier das Ganze nochmal. Aber hier kann ich nur durchgucken. Das Fenster klemmt völlig. Das sind die guten Weinkisten, die guten Weinfässer, oder? Okay, was habe ich zur Verfügung? Slip, Wurm, Buch. Oh. Mein Stück Glückskohle. Ah ja, die Glückskohle. Könnte natürlich probieren.
obwohl das ziemlich dumm wäre. Das Ding irgendwie von außen zu öffnen. Na gut, das in den Ventilator zu hauen, ist wahrscheinlich nicht gerade die beste Idee. Das funktioniert. Der Ventilator schmorte kurz auf und brannte dann durch, als der Bootshaken seine Rotorblätter verkeilte. Hey, wenn du nochmal so einen Lärm machst, breche ich dir beide Arme. Dieser Rüpel braucht dringend eine Lektion. Karsak ist schon sauer genug, weil wir den Stein nicht bekommen haben. Wenn du irgendwelchen Ärger machst, erzähle ich ihm, dass das alles deine Schuld war. Karsak? Das muss sein Chef sein. Ah, ich habe eine Idee. Und zwar, genau, wenn wir ihn irgendwie hier hinlocken, können wir ihn mittels eines Weinfasses ins Wasser schubsen. So, ich jetzt hier vorne dran klopfe. Wer ist da? Der Pizzaservice. Ich habe keine Pizza bestellt. Nein, aber das hier ist doch die Condor Transglobal Schifffahrtsgesellschaft, oder? Ich mag keine Pizza. Och, komm schon, jeder mag doch Pizza. Vielleicht einer der seltenen Fälle von Mozzarella-Allergie. Okay, warum erkennt der mich das nicht? Das Gitter lässt sich nur von innen öffnen. Hey, was jetzt? Hören Sie, diese Pizza ist schon bezahlt. Sie können sie ebenso gut annehmen. Ich sagte doch schon, ich mag keine Pizza. Nicht mal mit einer extra Portion Oliven? Ich hasse Oliven. Das sind die Hämorrhoiden des Teufels. Kein Glück mit Pizza. Wenn du weißt, was gut für dich ist, machst du diese Tür auf. Und wenn nicht? Ich trete dir ein Loch in den Kopf. Okay, ich komme raus, du Bastard. Jetzt schnell nach oben. Vielleicht muss ich ihn erst anlocken. Ah ja, genau. Erstmal anlocken. Und dann kann er sich ja zu den Hundi ins Wasser gesellen. So. Aber was ist jetzt mit dem Kleinen? So, können wir nicht gucken, wo es den Typen da hingepfeffert hat? Na gut, allen Anschein nach ins Wasser. Das geht ganz schön tief runter, zu tief zum Springen. Okay, gut, dann mal gucken, was aus ihm geworden ist. Vielleicht ist er ja tot. Das einzig Interessante hier ist ein kleiner Messingschlüssel. Wo ist eigentlich der andere hin? Unter den ganzen Papieren an der Pinnwand fiel mir ein Dokument besonders ins Auge. Ein Lieferschein von Condor Transglobal und die Adresse lautete Caramonte City. Über dem Schreibtisch hängt eine Pinnwand mit einigen Papieren dran. Abgeschlossen. Ja, zum Glück haben wir den Messingschlüssel.
Simsalabim, Schubfach sich öffnen kann. Der kleine Messingschlüssel passt nicht in das Schloss. Oh, schade. Vielleicht das Ding hier? Halt! Nicht schießen! Der kleine Kerl hat ein Blasrohr. Das bestätigt meine Vermutung, was mit Nico passiert ist. Ich warte, dass er schießt, aber nichts passiert. Stattdessen will er mir wohl etwas sagen. Was? Was willst du? Er ist aufgeregt, fast verzweifelt. Was ist ihm so wichtig? Hi, ich tu dir nicht weh. Caramonte! Kommst du daher? Aus Caramonte City? Caramonte! Caramonte! Okay, okay. Was schließt man mit diesem Schlüssel auf? Hey, du hast ja Handschellen an den Füßen. Wer war das? Der große Blödmann? Ich lasse dich jetzt frei, okay? Das war jetzt einfach mal geraten. Hey, komm zurück! Der Kleine geht zwischen den Kisten auf Tauchstation. Hab wohl nicht sonderlich viel Bock. Ich kriege die Türen nicht mit meinen bloßen Händen aufgeschoben. Dafür gibt es doch normalerweise auch einen einfacheren Weg. Ja, so ein Knopf an der Wand zum Beispiel. Aha, ein Aufzug, aber wohin führt er? Lass mich raten, das ist eine Kiste, wo eine Spinne drin ist, wegen Luftlöchern. Gerade noch rechtzeitig. Ich habe den Lichtstrahl unterbrochen, damit sich die Tür nicht schließt. So kann niemand anders den Aufzug benutzen. Aber was jetzt? Nö. Nö. Die Unterhose? Ich bin nicht überzeugt, dass wir das Richtige tun. Die Kohle? Das bringt's nicht. Der Wurm? Der Wurm ist zwar schleimig, aber nicht klebrig. Die Schachtel mit Hundekuchen, die ich aus der Hütte des Wachmanns mitgenommen habe. Dieses Produkt ist nicht in Tierversuchen getestet worden. Falsch, ganz falsch. Muss ich irgendwas kombinieren? Keine so gute Idee. Falsch, ganz falsch. Ah, hier, Condor Transglobal, das Schild. Das Etikett klebt nicht. Glaube ich nicht. Was sagen denn die Tipps? Tipp Nummer 1. Du musst den Lichtstrahl blockieren, okay, das weiß ich. Ah. Du brauchst ganz schön lang, um die Kiste zu schieben. So, okay. Damit dürfte sich diese Tür nicht mehr schließen. Okay, gut, daran habe ich jetzt nicht gedacht, dass das die Kiste davor schieben ist, okay. Keine Chance. Was immer auch in diesen Kisten ist, es ist sauschwer. Gerade als ich mich mit der kleinen Kiste abmühe, fällt mein Blick auf den Aufkleber. Vorsicht, lebende Fracht, nicht werfen. Ja, kein Bock auf Spinne. Die Statue ist viel zu schwer. Ich schaffe es nicht, sie zu bewegen. Aber die Laufrolle. Mit einer Laufrolle ohne Seil kann ich nicht viel anfangen. Aber ich habe doch meine Handschellen hier. Die Kette ist zu kurz. Okay.
Ein massiver Balken versperrt die Türen. Ja, also muss ich mit dem Laufrad da was, okay, mit dem Laufband was machen, okay. Also ich muss einen seilähnlichen Gegenstand finden. Achso, warte mal, nee, das ist hier die Aufzeichnung. Aber ich kann das nicht lösen da oben, oder? Mit einer Laufrolle ohne Seil kann ich nicht viel anfangen. Ich habe nicht genug Platz, um den Griff zu bewegen. Die Statue ist viel zu schwer. Keine Chance. Was immer auch in diesen Kisten ist, es ist sauschwer. Schade, die Idee mit den Handschellen funktioniert leider nicht und das Höschen wahrscheinlich auch nicht. Nee. Nee, da muss ich mich noch ein bisschen umschauen. Also machen wir durchs Fenster lunzen hier, gucken, was man da so findet. Komm, George, ein bisschen schneller, habe ich den ganzen Tag Zeit. Dieses Fenster kann man nicht aufmachen. Das ist ja blöd. Das ist ja natürlich nicht so schön. Okay, kann ich dann irgendwie nochmal nach unten? Unten noch was zu suchen? Ich kann die Kiste nicht wegschieben. Ich muss erst den Lichtstrahl mit etwas anderem unterbrechen. Ah! Ein Lichtschalter. Ah, guck mal da, ein Kratzer. Ah, man kann irgendwie diese Tür da vorne öffnen. Auf dem Boden ist ein halbrunder Kratzer, so als wäre in der Wand daneben eine Tür geöffnet worden. Dieser Teil der Wand unterscheidet sich in keiner Hinsicht vom Rest. Meine Finger fühlen den Umriss einer Geheimtür in der Wand. Plötzlich ertaste ich einen kleinen runden Pfropfen, der völlig plan in die umgebende Holzverkleidung eingelassen ist. Genau das hatte ich doch gehofft. Ein Geheimraum. Aha! Sehr gut, ich glaube, hier ist Nico. Da ist Nico! Du hast die Bonus-Comics freigeschaltet, yeah! Halt still, das könnte jetzt ein bisschen wehtun. Au! Sei froh, dass du keinen Schnurrbart hast. Zum Glück bist du es, George. Wie hast du mich gefunden? Erkläre ich dir später, wir müssen hier raus. Wo ist Pablo, der große Typ? Aus dem Rennen, er verträgt keinen Wein. Bist du okay? Natürlich nicht, binde mich augenblicklich los. So, und wie geht's dir jetzt? Ach, danke, George. Wie um alles in der Welt hast du mich gefunden? Ich wusste, dass Aubier in Marseille gewesen ist. Aber das ist doch jetzt unwichtig. Warum erzählst du mir nicht der Reihe nach, was hier los ist? Angefangen bei diesem Maya-Stein. Ich habe ihn von einem von Kersaks Männern in Paris bekommen. Eigentlich hatte ich eine Ladung Drogen erwartet. Drogen? Ja, der Beweis, den ich brauchte, um Kersaks Schmugglerring auffliegen zu lassen. Ich hatte es so eingefädelt, dass ich als Kurier für ihn arbeiten sollte. Ich wollte sofort zu Inspektor Mouet gehen, sobald ich den Beweis hatte. Aber statt der Drogen, die ich erwartet hatte, schickten sie mir diesen Stein. Um mehr darüber herauszufinden, rief ich Professor Aubier an, der mich in sein Haus einlud. Zumindest dachte ich, es sei Aubier. Ich verstehe das nicht. Wenn Kersaks Geschäftszweig die Drogen sind, warum will er dann unbedingt diesen Stein in die Hände bekommen? Vielleicht hat er eine bestimmte Bedeutung für die Menschen in Mittelamerika. Es könnte irgendwie Kersaks Mittel sein, sie zur Arbeit für ihn zu zwingen.
Auf jeden Fall müssen wir hier raus. Ja, und dieses Ding da mitnehmen, Nico, oder? Warte. Da schon so offensichtlich herumsteht. Immerhin habe ich jetzt ein Seil. Wir können den Aufzug nicht benutzen. Wenn dieser Schlägertyp Pablo sich wieder erholt hat, wartet er da auf uns. Wir müssen aber irgendwas tun. Wo führt diese Tür hin? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich habe jetzt ein Seil. Es wäre leichter, das Seil erst an der Statue zu befestigen. Okay, dann eben so. Dankeschön. Das Seil reicht nicht bis an die Laufrolle. Ah, ich habe jetzt das Klebeband. Wartet mal. Ich habe jetzt das Klebeband. Mit etwas Glück verhindert das Band, dass sich die Türen schließen. Dann kann der Indio den Aufzug nicht benutzen. Die Handschellen an das Seil? Nee. Das Seil verlängern, aber wie? Immerhin, wir haben Nico wiedergefunden. So. Eine Statue aus Feuerstein, die eine groteske Figur mit riesigen bösen Augen darstellt. Es ist nicht Baphomet, das wissen wir. Ja, aber wir müssen noch das Seil irgendwie verlängern. Dieses Fenster kann man nicht aufmachen. Okay, also auch mit Licht ist das Fenster da jetzt in keiner besseren Situation. Aber wir können doch mal probieren, mit Nico zu quatschen. Oh Gott. Okay, erzähl mir mal, was du über die Condor weißt. Condor Transglobal exportiert Azteken- und Maya-Kunstwerke von Mittelamerika nach Europa. Aber das ist nur eine Fassade für ihr wirkliches Geschäft. Drogenschmuggel. Welchen Beweis hast du dafür? Noch gar keinen. Das ist nicht so viel. Weißt du, von wo aus die Condor arbeitet? Von Mittelamerika aus, einem Ort namens Caramonte. Den Namen habe ich unten auf einem Zettel gesehen. Erzähl mir mal was über diesen Karsak. Naja, ich habe ihn nur ein paar Minuten gesehen, aber er macht mir Angst. Und ich habe den Eindruck, dass auch Pablo nervös war, wenn der in der Nähe war. Seine Augen, wie die eines wilden Tieres, eines Tigers. Das hat mich am meisten erschreckt an ihm. Er sah so unberechenbar und gefährlich aus. Wusstest du, dass Ubiers Frau ein Filmstar war? Nein, ich wusste nicht mal, dass er überhaupt verheiratet war. Was ist mit ihr geschehen? Sie ist gestorben. Offenbar unter mysteriösen Umständen. Wie mysteriös? Ich habe gehört, sie ist ermordet worden. Vielleicht sogar von Ubier selbst. Ein Mörder? Was? André hat gesagt, er sei so etwas wie eine Berühmtheit. Hast du da vorhin was von Inspektor Moet gesagt? Ja. Erinnerst du dich noch an ihn? Ja, natürlich. Aber im letzten Teil war er ja noch Sergeant. Natürlich. Aber ich dachte, der sei tot. Oh nein. Er tauchte wieder auf, nachdem etwas Gras über den Templerfall gewachsen war. Als er herausfand, wer alles bei den Neo-Templern mit drin hing, tauchte er in der Versenkung unter. Moet wusste mehr, als gut für ihn war. Weiß er, dass wir in den Fall verwickelt waren? Wenn er etwas weiß, sagt er zumindest nichts. Trotzdem ist er ganz plötzlich befördert worden. Und das ist eine ganz witzige Sache. Ich glaube, ich hatte das schon im Let's Play vom ersten Teil, im Remastered Let's Play erzählt. Im Original ist es ja so, dass man Moet auf die Spur der beiden Gangster vor dem Hotel Ubu schickt und danach taucht er auch im Spiel nicht mehr auf. Das ging in der Remaster-Fassung dann, glaube ich, nicht mehr. Und zwar
ist dann die Story irgendwie wahrscheinlich nicht ganz so gut ausgearbeitet gewesen. Deswegen haben sie es auch dann nochmal geretconnt. Also die Story wäre dann eigentlich gewesen, dass Mue hat dann sozusagen angefangen zu recherchieren und ist dann wahrscheinlich von den Neo-Templern ermordet worden. Wahrscheinlich hat man aber selbst, also haben die Entwickler selbst festgestellt, dass das nicht so wirklich gut ausgearbeitet war und dass das nicht so viel Sinn ergeben hat und auch irgendwie so beiläufig passiert ist und ist auch keine große Sache draus gemacht worden. Und jetzt tun sie im zweiten Teil eben so, ja, stimmt, er ist, vielleicht haben sie das damals irgendwo mal erwähnt, dass er ermordet wurde und dann dachten sie, es sei jetzt Kanon, jetzt mussten sie eben erklären, ja, Mue, der ist wieder aufgetaucht, der ist nämlich nur untergetaucht, als er festgestellt hat, ne, dass eben auch der Inspektor Teil der Neo-Templer war. Also ganz komische Sache und jetzt lassen sie das hier ganz kurz nochmal aufkommen, damit wir alle wissen, hey, Mue ist wieder da und er lebt und ja, also ich mochte es ja Jean Mue, also das, aber ja, sie hatten es in der Remaster-Fassung sowieso so geändert, dass man Mue eh nicht mehr auf die Spur der beiden im Hotel Ubu schicken kann und dadurch ja auch nicht sterben kann. Es hat auch leider, fand ich damals, es war so eine schöne Sache, man konnte ihnen sagen, hey, ne, ich bin da ja von den beiden belästigt worden und dann sagt er, was, die beiden, die kenne ich, ich gehe dem sofort auf den Grund und dann taucht er nicht mehr auf und hätte man da noch irgendwie so eine Story draus machen können, sowas wie, ja, der arme Mue oder war... Nee, stimmt, Entschuldigung, ich erzähle Quatsch. Ich glaube, es wurde sogar in der Originalfassung gesagt, dass Mue gestorben ist. Aber in der Originalfassung war es sogar so, dass wenn man nämlich irgendwann, man kann ja dann nämlich noch Gespräche mit dem Inspektor führen und dann sagt er in irgendeinem... Warte, oh nee, jetzt kommt gerade meine Erinnerung wieder. Es ist ja noch viel, viel grotesker. Genau, dann sitzt nämlich irgendwann... Nee, nicht der Inspektor erzählt es einem... Oh Leute, jetzt muss ich hier richtig, also das ist ja hier alles gefreestylt, deswegen, ich habe das nicht vorbereitet, solche Sachen. Aber, genau, man kommt im Original wieder zurück in die Polizeistation und dann sitzt da nämlich ein anderer Typ am Empfang, wo Mue normalerweise sitzt und sagt, ja, Mue, der ist gestorben. Und das war's. Genau, und ich glaube, das war so blöd platziert, jetzt erinnere ich mich wieder, der andere Sergeant erzählt George dann, dass Mue gestorben ist. Ich glaube, das war so blöd platziert, dass sie das jetzt haben im zweiten Teil wieder geretconnt, weil, ja, ich weiß nicht, vielleicht gab es damals irgendwie Feedback oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall, ihr habt es jetzt ja gehört, Mue lebt. Freuen wir uns und reden weiter über Pablo. Hat dir dieser Indio was angetan? Wenn man mal von Entführung, Drohungen und Fesseln absieht, nein. Was ist mit dem kleinen Kerl? Ich glaube kaum, dass er weiß, wo er ist oder was er hier tut. Der Große, Pablo. Er hat Titi Poco aus dem Dschungel mitgebracht. Titi was? Titi Poco. Ich habe gehört, wie Pablo den Zwerg so genannt hat. Erkennst du das Ding hier wieder? Ist das der Pfeil, mit dem sie mich ausgeschaltet haben? Genau der. Ich habe ihn als Souvenir behalten. Hast du auch nur die leiseste Ahnung, wer das hier sein soll? Ich kenne mich mit Maya-Gottheiten nicht sonderlich gut aus, George. Aber wie immer er heißen mag, er ist auf jeden Fall potthässlich. Das hier habe ich in deiner Handtasche gefunden. Oh, das war ein Geschenk. Ich weiß, ich habe die Karte gelesen. Weiß der Himmel, was André sich dabei gedacht hat. Das weiß sogar ich. Ist doch wohl offensichtlich. Schau mal, der kleine Kerl unten war mit den Dingern gefesselt. Das muss Pablo gewesen sein. Kann ich ihm nicht mal übel nehmen, der Winzling ist gefährlich. Bist du immer noch sauer wegen des Giftpfeiles? Natürlich bin ich sauer. Okay, die Gespräche haben jetzt nicht sonderlich was gebracht, außer dass ich mich mega verhaspelt habe, was Mue angeht. So, wir brauchen ja immer noch eine Verlängerung für das Seil. Nee, hierin finden wir nichts. Die Statue ist viel zu schwer. Ich schaffe es nicht, sie zu bewegen. Ja, deswegen brauchen wir ja eine Verlängerung. Deswegen müssen wir halt zwei Items vielleicht miteinander kombinieren. Aber ich weiß eben noch nicht, was.
Ah, ich muss die Kisten verschieben. Ah, okay. Ah, vielleicht kann ich die zweite Kiste jetzt verschieben, weil Nico da ist und mir helfen kann. Keine Chance. Was immer auch in diesen Kisten ist, es ist sauschwer. Aber wie kann ich dann... Im Moment will ich mich mit Nico über nichts weiter unterhalten. Eine große Kiste ohne Aufkleber. Ich habe nicht genug Platz, um den Griff zu bewegen. Ein hydraulischer Hubwagen. Ah, das Seil aber vielleicht daran? Nee. Nee. Auch nicht. Das Seil reicht nicht bis an die Laufrolle. Aber die so ein bisschen runterlassen vielleicht? Mit einer Laufrolle ohne Seil kann ich nicht viel anfangen. Eine Laufrolle, die in einem langen Metallträger über die ganze Länge des Gebäudes läuft, ist allerdings nicht sehr hilfreich, kein Seil. Hm. Ah, komm, einen Tipp noch, Tipp 3. Das habe ich ja gemacht, genau. Ach so, ah, okay, ergibt Sinn. Okay, ich muss die kleinere Kiste auf die große, auf die andere große Kiste. Okay, das ergibt Sinn. Und dann habe ich mich genug... Und dann kann ich mich die Kiste hier wegschieben wahrscheinlich. Oh Gott, diese Bewegung in der kleinen Kiste, da sind ganz viele Spinnen bestimmt drin. So. Ah, damit fahre ich jetzt nämlich genau das Ding ein bisschen hoch. Ah ja, die genau. Die Palette hebt sich etwa 10 cm über den Boden und ich spreche ein stummes Dankgebet an den unbekannten Erfinder der Hydraulik. Was um alles in der Welt machst du da? Ich versuche, die Statue hochzuheben, damit ich sie da oben einhaken kann. Und das soll uns irgendwie weiterhelfen? Ich beschäftige mich nun mal gerne manuell in Zeiten erhöhten Stresses. Ja. Meine, das ist ja der, das ist ja Georges große Stärke. Kämpfen ist es nicht. So. Und jetzt einen Schubs. Die Statue ist zu schwer. Ich schaffe es nicht, sie allein zu bewegen. Oh Gott, jetzt noch zu Nico gehen und sagen, hey Nico, könntest du mir dabei helfen, die Statue zu bewegen? Könntest du mir kurz dabei helfen, diese Statue wegzuschieben? Wozu? Das hier, meine Liebe, ist unsere Fahrkarte in die Freiheit. Wenn du es sagst, mein Lieber... Okay, schieb. Großartiges Teamwork. War schön, mal wieder mit Ihnen zu arbeiten, Mr. Stobbart. Aber nichts wie raus hier. Ich stelle mir gerade vor, wie ich mit meinen bloßen Händen an diesem Stahlseil hänge. Aber es ist mir doch etwas zu weit zum anderen Ende des Seils, um auf diese Weise zu fliehen. Und jetzt mit den... Nico, ich habe eine prima Idee. Zurück in Paris. George, wo bist du gewesen? Kümmere dich nicht darum.
Hast du den Maya-Stein? Vielleicht, aber... Diskutier nicht, André. Gib George den Stein. Naja, natürlich, wenn du es sagst, Nicole. Vielen lieben Dank, André. Georgie hat mir erzählt, du wärst gekidnappt worden, meine Liebste. Ich freue mich, dass er sich offenbar geirrt hat. Oh, aber es stimmt. Wenn George nicht gewesen wäre, dann stünde ich jetzt nicht hier. Es ist noch nicht vorbei. Karsaks Schläger werden weiter nach dem Stein suchen. Darauf kannst du dich verlassen. Die beste Spur, die wir haben, führt nach Caramonte. Caramonte? Das liegt in Mittelamerika. Daher bekommt Ubier seine Kunstwerke. Das ist alles, was wir noch wissen mussten. Komm, George. Einige Tage später. Caramonte, des Weltenbummlers Hintern, Tür für Mittelamerika. Tja, so zumindest war es in der Broschüre übersetzt worden. Wir wissen ja nicht genau, wonach wir suchen, aber die Büros von Condor Transglobal sind doch bestimmt ein guter Anfang. Okay, also Nico war natürlich dann doch nicht schon in Mittelamerika, wie ich anfangs dachte. Gott, da ist eine Ziege. Oh mein Gott. Ist es die Ziege aus dem ersten Teil? Ich sehe kein Taxi. Fragen wir doch mal jemanden, wie wir nach Caramonte zurückkommen. Okay, und halt die Augen auf, ob du was von Condor Transglobal siehst. Aber ja, ich irre mich irgendwie sehr, sehr oft bei diesem Spiel. Aber gut, ihr lieben Freunde, wir sind jetzt immerhin in Caramonte angekommen. Ja, ich glaube, Paris werden wir jetzt wirklich nicht nochmal sehen. Dementsprechend bedanke ich mich ganz dolle fürs Zuschauen und freue mich sehr auf die nächste Folge. Was für eine Abmoderation. Haut rein und gabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Dann geht es hier weiter mit südamerikanischem Flair. BB, gabt euch wohl, euer Hyuga.